Herzlich willkommen bei Lernen mit Fahim. Heute möchte ich über B1-B2-Prüfung sprechen. Die Aufgabe 1 ist sehr ähnlich wie bei der B2-Prüfung und man spricht über die Tätigkeiten in den verschiedenen Berufen. Tätigkeiten bedeutet einfach nur, was macht zum Beispiel ein Pfleger? Als Satzanfang können Sie mit zu den Tätigkeiten eines Pflegers gehört. Nicht nur tatkräftige Unterstützung. Unterstützung bedeutet hier Hilfe der Patienten, natürlich hier wessen im Genitiv angeschlossen, sondern auch der Umgang mit den Verwandten der Patienten. In das Tätigkeitsfeld eines Pflegers fällt, das heißt auch hier, das bedeutet nur, ein anderer Satz zu den Tätigkeiten gehört, also was macht der Pfleger, das Achten auf Hygienemaßnahmen. Und dann kommen wir, um verschiedene Satzanfänge zu haben, habe ich jetzt ganz viele genommen natürlich, zu seinen täglichen Aufgaben gehört sowohl, einen Moment, es geht gleich weiter. Sowohl das Richten als auch die Gabe der Medikamente. Richten, also welches Medikament wohin? Aus diesem Grund trägt er eine hohe Verantwortung. Das heißt, wenn Sie einem Herzpatienten nur Zuckermedikamente geben, ist das halt eben nicht so gut. Noch etwas anderes, zu seinen täglichen Pflichten gehört, die Patienten zum Arzt oder zum Einkaufen zu begleiten. Außerdem vereinbart der Pfleger Termine. Am Schluss können Sie nochmal zusammenfassen. Das heißt, zusammenfassend sei hinzugefügt, dass ein Pfleger nicht nur unterstützt, sondern auch Blutdruck misst, was weiß ich, Temperatur misst und so weiter. Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Pfleger mit vielen Menschen kommuniziert, spielt ein hohes Sprachniveau eine große Rolle. Die Mindestanforderung ist B2. Im nächsten Video kommen wir dann zu den Problemen der Tätigkeiten, was weiß ich, Rückenschmerzen etc. Dann bis zum nächsten Video.